So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dusk What. Und zwar in der letzten Folge hat sich Jake mit eingemischt in die Entscheidung, ob ich nun wieder gehen soll oder da bleiben soll. Und zwar in Form eines roten Auges. So, es war ein bisschen gruselig und fand ich auch sehr cool gemacht von den Entwicklern. Und jetzt geht's auch weiter. So, jetzt sind wir Jesse. Ich bin wieder beim Autofriedhof. Dein Zustand ist ja glücklicherweise stabil. Und das Auto ist komplett tot. Und weil ich sowieso nur auf dem Gang rumsitze, konnte, habe ich gedacht, ich gehe lieber zu dem, der mich gerade wirklich brauchen kann. Ich dachte, Richie hat keine Kundschaft. Wie geht's, Richie? Das ist ein guter Gedanke. Darum geht es doch gar nicht. Hast du vergessen, was an seinem Garagentor ist? Ach so, ja, ich dachte aber auch, Dans Auto müsste ja auch mal beim Autohof da sein. Ich habe gedacht, dass ihn das Zeichen schon irgendwie mitnehmen würde. Aber das tut es überhaupt nicht. Nee, warum, wenn man so einen Blödsinn nicht glaubt? Klar, er glaubt doch nicht dran. Ich weiß doch. Aber jetzt pass auf. Ich passe. Als ich bei ihm ankam, war er gerade dabei, das Zeichen an sein Tor wegzuwischen. Was soll er sonst damit machen? Was, echt? Versuchst du gerade, ihn verdächtig wirken zu lassen? Das sehe ich nämlich genau. Was soll er sonst? Ich muss mal ganz kurz eben Fenster aufmachen. Ist so. Weiß nicht, wegwischen aber auf jeden Fall nicht. Weißt du, Tom, ich glaube, all das macht ihm schon ganz schön zu schaffen. Aber mir zeigt er nie solche seine Gefühle. Warum soll er es auch? Er ist ein Chef. Habe ich mich angemacht? Ja, zum Glück. Eigentlich zeigt er die keinem von uns. Er ist immer der, der lächelt und sagt, dass alles nicht so schlimm ist. Wieso war das gerade so hell geworden? Oder täuscht das gerade nur? Vielleicht habt ihr ihn auch nie nach seinem Gefühl gefragt. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich kenne solche Leute. Ich glaube, ich bin selber auch so. Warum wurde das denn gerade so hell? Oder habe ich mich gerade ein bisschen vertäuscht? Keine Ahnung. Doch. Also ich ganz bestimmt. Ja, nicht sagen. Sein Zukunft etwas netter zu ihm. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich Richie bereits besser kenne als du? Das haut sie jetzt mal um. Vielleicht geht er mit dir ganz anders um als mit uns. Ja, eigentlich, das ist plausibel. Müssen wir jetzt hin oder schreibt sie noch irgendwas zu uns? Ich glaube, wir müssen jetzt mal dahin. Ich glaube, das ist plausibel. Warum auch? Ihr kennt uns nicht persönlich. Ja, also ich gebe ihr Outfit. Entweder es hält ihr nicht oder sie ist nicht groß genug. Schreibt ihr gerade miteinander? Ja, tun wir. Ja, jedenfalls bekomme ich das Kunstwerk nicht abgedeckt. Und es wegwischen darf ich es ja nicht, also bleibt es jetzt eben da, wo es ist. Frage, Kunstwerk, vielleicht kannst du eines Tages Eintritt dafür verlangen. Ja, als Gruselkabinett oder was? Da gibt es nicht mehr Richies Werkstatt oder Autofriedhof oder gibt es nur noch Richies Gruselkabinett im Autofriedhof? Bestimmt lukrativer als die Werkstatt. Du solltest das besser ernst nehmen. Ach komm, wir machen uns witzig darüber. Ist doch in Ordnung. Man muss ja immer nicht mal alles so ernst nehmen, oder? Damit ist nicht so spaßen. Und oh hopp, du hörst es doch. Richie, du bist markiert worden. Ich habe wirklich Angst. Ach pf, es wird nichts passieren. Genau das will der Entführer ja erreichen. Ich habe Angst um euch. Süß, ne? Ich habe Angst um euch, das wäre knuffig, oder? Ja. Also, ja. Jetzt ergibt dir ganz sicher kein übernatürliches Wesen, das sich die Sünder holt. Also bitte. Und wenn doch, beim nächsten Neumond wissen wir mehr. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Komm. Danke, Miri.
Ich verstehe überhaupt nicht, wie ihr das witzig finden könnt. Hast du gesündigt, Richie? Wer könnte das Zeichen gemacht haben? Was sind unsere nächsten Schritte? Das wäre jetzt, glaube ich, mal nach diesem witzigen Gespräch mal sinnvoll, mal rausfinden, zu finden, wie es weitergeht. Das habe ich verschluckt. Ich weiß es nicht. Hast du gesündigt, Richie? Wer könnte das Zeichen gemacht haben? Ja, wahrscheinlich dein Führer. Oder jemand, der weiß, was hier vor sich geht. So einer wie Thomas oder Lilly. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja, der Einzige ist sicher. Normal wäre ich hier beim Autofriedhof gewesen. Ich bin also beobachtet worden, als ich in den Wald gegangen bin. Tomchi Tommy war der Einzige, der es wusste. Ja, ich hab's gemacht. Hast du gesündigt, Richie? Nö. No. Also jedenfalls nicht hier dafür wirst du sterben. Gesündigt. Also eine kleine Sünde. Zumindest laut deiner Bewertung. Ja. Ach komm, das mit der kleinen Bewertung wäre witzig gewesen. Jawohl, ich werde auch aber nicht erzählen, was die Sünde war. Vergesst es. Fremdgehen, Diebstahl, Mord, Lügen, Entführungen. Ich kümmere mich erstmal um das Zeichen. Das kann nicht so bleiben, wenn Kunden kommen. Glaube mir, ich habe alles versucht. Du hast bestimmt nicht die Plane von Colorado genommen. Ach so, die. Na dann, daran liegt es wahrscheinlich. Woher weißt du sie sowas nicht mehr? Sie kennt dich halt gut. Du bist ein offenes Buch, Richie. Sie ist eine tolle Sekretärin. Hallo. Boah, jetzt fangen hier noch Leute an zu schnacken. Du bist ein offenes Buch, Richie. Fang ja mir mal so an. Jessie ist offline. Huch, haben wir sie verletzt? Und jetzt nochmal privat. Noch eine kurze Sache, Tommy. Was ist das denn? Phil, ich dachte eher daran, dass du dich entschuldigst. Ich lasse mir nicht in meiner eigenen Bar sagen, dass ich ihr was angetan habe. Warum zum Teufel denkt ihr das? Weil ich ihr ab und an mal einen Drink spendiert habe? Hä, was, das denken wir doch gar nicht. Ich bin einer von denen, die damit noch vernünftig umgehen. Aber nicht alle aus Duskwood sind so. Das war ein gut gemeinter Rat. Okay, was denn? Ich weiß, dass du gesagt hast, dass ich ihn einfach in Ruhe lassen solle. Hab ich? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber mich hat das beschäftigt, was der Cleo da gesagt hatte. Jedenfalls schaue dir mal den Streamchat an. Dann können wir später darüber reden. Ah, guck mal, unsere Karte wird aktualisiert. Ist das? Warte mal, ich mach mal Zacken lauter, glaube ich. Ja, okay. Ja, toll, die Bar, Rogers Garage, im Besitz von Richies Familie und der Arbeitsplatz von Jessie. Nice, okay, kann ich nicht mehr wegdrücken? Doch, klar, Chat. Jetzt sollen wir wahrscheinlich mal mit, warte mal, da sind wir durch? Ja, soweit ja. Okay, Jake. Jake ist nur online, Nachricht schreiben. Du hast es auch gesehen, nicht wahr? Ich habe gerade einen total seltsamen Anruf erhalten. Du hast es auch gesehen, nicht wahr? Ja. Was will er damit bezwecken? Ich sollte gar nicht mehr rangehen. Das weiß ich nicht, Tom. Ich denke, dass da noch mehr kommt.
Es ist schon wieder in der Wald. Cleo war im Wald joggen, als sie gefilmt wurde. Richie war im Wald, als er das Zeichen erhielt. Das stimmt. Haben wir eine wahr gewordene Legende als Tatverdächtigen? Meinst du das ernst? Möglicherweise Nachahme. Ja, das haben wir. Who you gonna call? Ghostbusters. Okay. Möglicherweise einen Nachnamen. Ja, das würde ich sagen. Möglicherweise. Als du mir zum ersten Mal von diesem Mann ohne Gesicht erzählt hast, habe ich dieser Sache keinen wirklichen Glauben geschenkt. Jetzt aber halte ich es für durchaus möglich, dass sich unser Täter hinter dieser Legende verstecken wird. Ich möchte dem noch etwas hinzufügen. Es erweckt den Anschein, als sollte man dem Wald fernbleiben. Irgendwas ist in diesem Wald. Ich fand diesen Wald von Anfang an unheimlich. Die Wälder sind ja nicht unheimlich, nur weil sie Wälder sind, ne? Oh, Alter, es ist schon warm hier in der Kiste. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber warum? Wird nicht bald eine weitläufige Suche im Wald veranstaltet? Stimmt, organisiert von Cleos Mutter. Aber das, wo es Wälder sind, anscheinend riesig. Vorgedessen spielt es doch keine Rolle, wo und wann man sich im Wald aufhält. Das sind sie in der Tat. Noch etwas anderes. Ich brauche deine Hilfe, Tom Stamm. Ach, sind die besagte Vorkehrung getroffen? Hatte ich nicht einfach eine neue Cloud geöffnet? Nee, ich habe da was aus der Cloud neu rausgeöffnet eigentlich. Schade eigentlich. Ja, sind sie. Ich habe noch einmal dieses Rezept aus Hannes Cloud bearbeitet und im Namen des Arztes lesbar gemacht. Jetzt bin ich aber gespannt. Hannah war, wie es scheint, bei einem gewissen Dr. Ulrich Barrett. Ich möchte, dass du für mich das Passwort seines Computers herausfindest. Wie soll ich das machen? Mit sowas kenne ich mich aus. Es ist nicht unüblich, dass Menschen Dinge als Passwort wählen, die ihnen etwas bedeuten. Ein geliebtes Familienmitglied. Eine bedeutsame Zahlenfolge. Faspelt. Viele Menschen geben solche persönlichen Informationen völlig freiwillig über sich preis. Du sprichst wie ein Rätsel. Du meinst auf Insta, Facebook und Co.? Genau. Was mag Ulrich Barrett? Was sind seine Hobbys? Welche Bilder lädt er hoch? Daraus lässt sich vielleicht sein Passwort ableiten. Alles klar. Ich habe gerade kein Internet. Ja. Sehr gut. Als ob wir das rausfinden würden. Schreib mir das Passwort, sobald du es herausgefunden hast. Das Passwort lautet, ich finde ihn nicht. Kannst du mir einen Hinweis geben? Ich weiß bereits, dass das Passwort aus 5 Buchstaben besteht. Okay, versuch mal das. L, M, A, A. Scheiße, noch 4. 1. Leck mich am Arsch. Warte, ich versuch's. Okay, versuch es mal. Nein, das hat nicht geklappt.
Ich muss leider aufgeben. Oh, das ist wirklich sehr schade. Ich habe getan, was ich konnte. Hätte ich jetzt wirklich bei Facebook suchen sollen? Wahrscheinlich, ne? Das weiß ich schon gut. Ich suche das gleich wirklich. Dann werde ich mich jetzt wohl besser um den Computer des Arztes kümmern. Warte mal, Leute. Also ich sag schon mal so, ich probiere es gleich einfach mal aus. Und wir machen mal einen Break für heute. Ich will das echt jetzt mal wissen. Und wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bin mal gespannt, ob ich da was rausfinden würde. Vielleicht mache ich auch gleich wieder an. Nur mal ganz kurz, um das zu zeigen. Sollte das nicht der Fall sein, bis gleich. Und bis später. Und bis zum nächsten Mal. So, ihr Kinderchen. Also ich habe tatsächlich nochmal bei Facebook geguckt. Und das ist der Typ. Tatsächlich haben sie eine Facebook-Seite erschaffen für dieses Spiel. Es ist mehr als mega geil. Man sieht sie eben halt nur hier. Hello, I'm Ulrich, bla bla bla. I'm loving rainy days, tea, dogs, nature and books. By day I work a Psychologe-Dingsda in Duskwood. So, hier sind Bilder. Das ist einfach sehr, sehr geil gemacht einfach. Und wir haben auch schon hier das Passwort. Das Passwort ist Laula. Laula heißt wahrscheinlich der Köter. Warte mal. Und das wird wahrscheinlich das Passwort sein. Leider steht hier keine Kommentare dazu drin. Echt mega schade. Noch was? Hier sind Beiträge nochmal. Das sind ja klar Wald aus Duskwood. Und da der wahrscheinlich denn irgendwie doch irgendwas eine Hütte im Wald hat, macht es doch irgendwie alles ein bisschen auch verdächtig, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ihr seht ja, hier ist die Hütte im Wald. Es muss nicht die Hütte sein, wo der hier Richie dann geklopft hat. Aber es wird irgendeine Hütte im Wald sein. So, Laula ist mein Tipp. Also, Kinderchen, wir geben das beim nächsten Mal ein. Hoffentlich erinnere ich mich dann dran. Oder sollen wir das gleich nochmal machen? Warte mal, wir machen das gleich nochmal, warte. So, warte mal. Schade, dass wir das jetzt nicht mehr genommen haben, ne? Wir können mal viel Glück reinschreiben, mal gucken, was passiert. Draußen fährt jetzt erstmal eine Harley rum. Jetzt ist Jake offline. Ah! Erfolgreich wiederhergestellt. Bams. So. Ja, schade, wir haben es verkackt, würde ich mal sagen. Wir haben es einfach verkackt. Naja, guck mal, Dan meldet sich und das sehen wir in der nächsten Folge wieder. Schade, dass wir es verkackt haben. Aber ich war tatsächlich im Auto gerade und mein Datenvolumen ist ausgelaufen. Folgedessen konnte ich nicht mehr so schnell mal eben flott bei Facebook gucken. Aber naja, gut, was soll's. Ihr habt es gesehen, es gibt eine Seite von Duskwood und der Typ ist wirklich auf Facebook zu finden. Und das Passwort wird Laula heißen. Der Hund heißt so. Also, Kinderchen, das war's. Ciao.